Virtual Reality galt lange Zeit als the next big thing im Gaming. Etliche Hersteller haben einen großen Fokus auf die virtuelle Realität gelegt. Ein paar Jahre später ist davon nicht mehr allzu viel übrig. Wir haben mit der HTC Vive Pro nun das wohl beste Virtual Reality Headset am Markt hier und wir werden uns mal anschauen, wie Virtual Reality Gaming im Jahr 2018 ist. Next Level. Beat Saber ist aktuell einer der populärsten VR-Titel. Bei Beat Saber geht es darum, im Rhythmus so kleine Kästchen zuzuschlagen und das mit einer gewissen Regelmäßigkeit und mit einem gewissen Tempo zu machen. Es ist gar nicht so einfach. Gehen wir es an. Das war Beat Saber. Schaut vielleicht für jemanden von außerhalb recht lustig aus. Prinzipiell, es macht sehr viel Spaß. Es ist ein sehr immersives Gefühl. Man steht auf der Tanzfläche. Man fühlt sich wie, als wenn man auf der Tanzfläche, wenn man seine ersten Moves machen. Ich kann den Spaß schon dahinter sehr verstehen. Ja. Es ist ein sehr, sehr lustiges Spiel. Allerdings, mehr als vielleicht für ein paar Stunden wird es einen auch nicht beschäftigen. Ja, deutlich mehr Langzeitspielspaß verspricht Skyrim. Skyrim gibt es ja eigentlich schon seit mehreren Jahren und für mittlerweile jede Konsole. Seit kurzem gibt es aber auch eine Virtual Reality Version, wo man einfach mit der Virtual Reality Brille durch die bunte Welt und gefährliche Welt von Skyrim immer rumreisen kann und Gegner bekämpfen und Quests erledigen kann. Ja, und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich muss sagen, es schaut wirklich, wirklich gut aus. Also auch wenn das Spiel noch so alt ist, es sieht wirklich, wirklich so aus, als würde man auf dieser Kutsche sitzen. Und es ist auch sehr atmosphärisch, das Ganze. Also es ist auch sehr, sehr gelungen, sehr immersiv. Okay, ich glaube, das wird jetzt mein erster Kampf. Den schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Da, komm her. Ja, das macht ganz schön Spaß. So. Greift man den auch gleich an. Auf jeden Fall Skyrim. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Es ist zwar ziemlich immersiv, aber die Steuerung ist definitiv noch ausbaubar. Kämpfen macht Spaß. Und ja, jetzt würde ich zu unserem allerletzten Spiel kommen, und zwar Project Cars 2. Ja, und auf geht's. Du fährst mit dem Lamborghini. Ja, das war Project Cars 2 in Virtual Reality. Macht sehr viel Spaß, wenn man es kann. Betonung eben auf wenn man es kann. Aber prinzipiell ist das die bisher coolste Anwendung, die mir eigentlich am meisten Spaß gemacht hat. Ist Virtual Reality nun die Zukunft des Gamings? Das ist einfach schwierig zu sagen. Momentan, und das ist eigentlich Virtual Reality schon seit Jahren, gibt es das Problem, dass es einfach teuer ist. Es ist auch nicht wirklich bequem. Also mir ist nach ein paar Minuten schon auch aufgefallen, dass es mir schlecht geworden zum Teil. Und es ist auch nicht angenehm zum Tragen, man hat immer noch die Kabeln. Und Virtual Reality, es wird weiter in einem Nischenthema bleiben. Es bringt ein komplett neues, immersives Gaming-Gefühl. Aber im Endeffekt macht es dann einfach doch mehr Spaß, wenn man sich hinsetzt, vielleicht auf die Couch legt,
und dann mit Maus oder Gamepad einfach spielt.